Also es hat offenkundig im Oktober 2015 ein Urteil vor dem Oberlandesgericht Naumburg gegeben, in dem es um die Frage ging, ob Aussagen, die Hans Püschel getroffen hat zum Holocaust, ob die unter Paragraph 130 Strafgesetzbuch, also den Tatbestand der Volksverhetzung, erfüllen. Und dem sind mehrere Verfahren an anderen Gerichten vorausgegangen. Und das Oberlandesgericht Naumburg hat erkannt dass hier der Straftatbestand der Volksverhetzung nicht erfüllt ist, weil sie sagen, dass die Teilaussagen, die Püschel in seinen Veröffentlichungen darstellt, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Dieses Urteil ist bis zum gestrigen Tage nicht der Öffentlichkeit zur Kenntnis gekommen und durch einen Artikel in der Tageszeitung Die Welt, der sehr ausführlich darstellt, wie das Verfahren gelaufen ist, welche Vorgeschichte es hat, öffentlich geworden. Uns liegt das Urteil inzwischen vor. Und wir haben aus der Lektüre des Urteils, aber auch aus der Lektüre der anliegenden Unterlagen den Schluss gezogen, dass das Gericht zwar die Einzelaussagen, die Püschel trifft, geprüft hat, aber ganz offenkundig den Gesamtkontext, in dem die Aussagen getroffen werden, unterschätzt. Denn es ist ja so, dass Hans Püschel auch in der Vergangenheit mit antisemitischen Aussagen in die Öffentlichkeit getreten ist. Er hat auf der Burg Saaleck gemeinsam mit der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck eine Veranstaltung durchgeführt zum Thema, hat der Holocaust stattgefunden und so weiter. Das heißt also, dieses Urteil mag juristisch gesehen korrekt sein, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Jurist, aber die politischen Folgen sind immens und die politischen Folgen liegen eben darin, dass dieses Urteil nun für das Milieu der Holocaust-Leugner und Verharmloser durchaus bezugsfähig ist hinsichtlich der Frage, was kann man denn sagen und was nicht. Und wir fürchten eben einfach, dass dieses Urteil mit einem gewissen Zeitverzug dazu führt, dass es zum Bezugspunkt und zur Rechtfertigung und zur Legitimation von Holocaust-Leugnung oder Relativierung werden könnte. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf den Hans Püschel eingehen aus Sachsen-Anhalt, ja ein bekannter Rechter, auch Liedermacher, der wurde ja schon mehrfach wegen Volksverhetzung in drei Fällen eben verurteilt. Das waren die Urteile, die du benannt hast, die dem jetzt in Naumburg zuvor gingen und jetzt in Naumburg eben so eine ganz andere Neubeurteilung dessen, was er da geäußert hat. Also ihm wurde Volksverhetzung und vor allem Leugnung des Holocausts vorgeworfen. Magst du da noch mal näher darauf eingehen, wie man so einen Püschel noch weiter einordnen kann? Naja, man muss die Entwicklung, die Hans Püschel genommen hat, in den letzten 7 Jahren vielleicht noch mal rekapitulieren. Er war ja der Ortsbürgermeister von Krauschwitz im Burgenlandkreis, war Gründungsmitglied, wenn ich das richtig sehe, der SPD, also der Sozialdemokratischen Partei, hier nach der Wende und gehörte wirklich zur Aufbruch- und Aufbaugeneration der Demokratie in den neuen Bundesländern nach der Wende und hat dann aber zu den vorletzten Landtagswahlen für die NPD kandidiert, ist offenkundig auch in die NPD eingetreten und hat seitdem immer wieder durch Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht, die irgendwo zwischen Absurdität und rechtsextremen Gedankengut einzuordnen sind. Meines Wissens nach hat er sich nicht als Liedermacher betätigt, aber vor allen Dingen als sozusagen jemand, der Gedichte schreibt. Jetzt ist die Ästhetik oder die Frage, wie Gedichte zu bewerten sind, das ist nicht mein Metier. Ich bin kein Literaturwissenschaftler, das ist auch alles gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass es hier offenkundig jemanden gibt, der aus nicht eindeutig nachvollziehbaren Gründen vor einigen Jahren eben eine Entwicklung genommen hat, die man als rechtsextrem beschreiben muss und der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und umso schwieriger ist natürlich der Gesamtzusammenhang hier zu sehen. Also es hat immer in der Geschichte der Bundesrepublik ein neonazistisches Milieu von Holocaust-Leugnern gegeben und es hat auch immer wieder Versuche gegeben, diese Holocaust-Leugnung sozusagen als Meinung in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Das ist aber in der Vergangenheit immer als eine randständige, zu Recht auch als randständige Meinungsäußerung kundgetan worden. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass dieses Urteil, wie auch immer es im Einzelnen juristisch zu bewerten sein mag, die Wirkung hat, dass es so etwas wie eine Enttabuisierung der Relativierung des Holocausts gibt,
Und von daher ist dieses Urteil ein sehr fatales Signal. In diesem von dir auch schon benannten Weltartikel, der erstmals überhaupt dieses Urteil von vergangenen November vor dem Oberlandesgericht in Naumburg da bekannt gemacht hat, da steht auch darin, dass damit auch Rechtsgeschichte vielleicht geschrieben wurde. Was heißt das, Rechtsgeschichte geschrieben? Also wie war denn vorher, wie konsequent war denn vorher so eine Rechtsprechung und auch Richter, wie ist man da eigentlich mit Volksverhetzung und Fällen von Holocaustleugnung umgegangen? Also im Jahr 2001 hat die damalige Bundesregierung eine Reform des Paragraphen 130 Absatz 1 bis 5 beschlossen, in der es im Kern um die Frage einer Strafverschärfung für die Leugnung und Relativierung des Holocausts ging. Das ist damals nicht nur in der juristischen Öffentlichkeit, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit unter Historikern und anderen Akteuren breit und auch kontrovers diskutiert worden, aber man hat sich am Ende darauf geeinigt zu sagen, ja, wir stellen das stärker unter Strafe, dem vorausgegangen waren zahlreiche Fälle von Holocaustleugnung, die auch eine breite Öffentlichkeit erfahren haben. Und diese Diskussion ist damals geführt worden, das ist jetzt knapp 16 Jahre her, in der Szene, also in dem Milieu der Holocaustleugner, die sehen sich selbst als Märtyrer oder als Bürgerrechtler und sehen sich eben als Leute, die sozusagen eine angeblich strafbewehrte Meinungsäußerung und als das sei eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. So inszeniert man sich da. Und es gibt ja prominente Beispiele von Leuten aus der rechtsextremen Szene. Ich sage nur mal Stichwort Horst Mahler, ich sage mal Stichwort Ursula Haferbeck, die sehr, sehr bekannt dafür sind, dass sie in der Vergangenheit immer wieder Versuche unternommen haben, entweder die Existenz des Holocaust an sich oder aber bestimmte einzelne Abläufe aus der Geschichte des Holocaust in Frage zu stellen. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Und der Grund besteht darin, dass natürlich es zu einer Enttabuisierung auch nationalsozialistischer Politikkonzepte nur dann kommen kann, wenn man in der Öffentlichkeit den Eindruck vermitteln kann, also entweder Auschwitz habe nicht stattgefunden oder wenn es stattgefunden hätte, dann wäre es aber in Relation zu setzen und wäre sozusagen ins Verhältnis zu setzen zu anderen genozidalen Ereignissen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Darüber kann man natürlich streiten, also nicht über die Frage, ob Auschwitz stattgefunden hat, sondern über die Frage, wie setzt man das ins Verhältnis zu anderen genozidalen Ereignissen im 20. Jahrhundert. Das Problem ist nur, dass es dieser Szenerie ja nicht um wissenschaftliche Erkenntnis oder Diskurs geht, sondern es geht ihnen zentral um die Entlastung der Verantwortung des nationalsozialistischen Systems für die Durchführung des Holocaust. Darum geht es. Und das heißt, jedes Mittel, wirklich jedes Mittel, jedes argumentative Mittel ist ihnen recht, um sich in die Lage zu versetzen, zu sagen, also wie das beispielsweise Ursula Haferbeck in der Vergangenheit argumentiert hat, zu sagen, also Auschwitz war nur ein Arbeitslager oder was auch immer. Darum geht es ihnen. Das heißt also, die Funktion der Holocaustleugnung oder Relativierung besteht darin, einen Entlastungsdiskurs zu etablieren. Du hast ja schon eingangs gesagt, dass eben dieses Urteil vom November 2015 ist und jetzt erst durch einen Artikel, einen sehr ausführlichen Artikel in der Welt, man in der Öffentlichkeit überhaupt davon mitbekommen hat, dass da das Urteil gefällt wurde. Das verwundert vor dem Hintergrund, dass man sonst sehr viel unmittelbarer von eigentlich solchen Urteilen gegen bekannte Neonazis liest, wenn es gerade um Holocaustleugnung, Volksverhetzung geht. Wie bewertet ihr das denn, dass jetzt erst durch einen Artikel nach mehr als einem halben Jahr davon das bekannt wurde? Also ich kann mich ja nur an das halten, was der Gerichtssprecher gesagt hat und das so hinnehmen. Der Gerichtssprecher hat gesagt, man habe das nicht an die Öffentlichkeit gegeben, weil man das Urteil nicht für überörtlich relevant gehalten hat. Das schätze ich komplett anders ein, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wie ich schon versuchte zu sagen, dass das natürlich eine enorme Reichweite hat, ein solches Urteil, aber offenkundig hat man das am Oberlandesgericht in Naumburg anders eingeschätzt. Du hast ja auch schon gesagt, dass ja Neonazis sich jetzt bestärkt darin fühlen könnten, den Holocaust
weiterhin zu leugnen, dass sich da auch so ein Meinungsklima in der Republik verändern kann. Nun ist es ja manchmal so, dass bestimmte Rechtsurteile auch als Präzedenzfälle gelten können und sich eine künftige Rechtsprechung auch an sowas orientieren könnte. Was sind da vielleicht eurerseits Annahmen dahingehend? Also das heißt, was für eine tatsächliche Bedeutung für genau so eine strafrechtliche Verfolgung von Volksverhetzung könnte denn das Urteil vom Oberlandesgericht Naumburg nun haben? Das kann man schlechterdings nicht sagen. Das Gericht sagt, es sei eine Einzelfallentscheidung, die für die kommende Rechtsprechung im Sinne von Paragraph 130 sozusagen nur ein Urteil unter vielen darstellt. Das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Jurist. Das Problem besteht nur meiner Ansicht nach sozusagen in der politischen Wirkung dieses Urteils. Denn natürlich werden interessierte Kreise aus der rechtsextremen Szene sich nicht nur das Aktenzeichen besorgen, sondern auch das Urteil besorgen und es daraufhin lesen, ob es für ihre Argumentation hilfreich ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn in Zukunft bei den Staatsanwaltschaften aus, tatsächlich Vergehen nach Paragraph 130, also Volksverhetzung, dann auch anzuklagen, wenn es ein solches Urteil gibt. Also wir werden sehen, welche Auswirkungen das hat. Juristische Auswirkungen, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Die politischen Auswirkungen innerhalb des Spektrums des Neonazismus halte ich für fatal.